Weißt du, es war ein fieser Cut letztes Mal, aber liebevolle Strenge. Er war mehr so der Omega-Typ. So that's your plan? Just lay down and die so you can't be used again? That's bullshit. You need to face what's coming. There's a very thin line between martyr and victim, Sandoval. And if you pull the trigger, you won't be remembered as either. You certainly like taking chances, Mr. Jensen. But your point has merit. Maybe I did give up too easily. I made it my life's work to try and help people. But Humanity Front was losing people to the so-called enhancement industry every day. Those scientists were my last chance to stop the insanity, and I failed. If anything, my actions helped the pro-augmentation camp. Ja, Selbstmord keine Erlösung. Neigt dazu, Ereignisse zu rationalisieren und sich nicht mit ihnen auseinandersetzen zu müssen. In diesem Fall muss man den Ignorer zu zwingen. Wir machen weiter, liebevolle Strenge. So, you've had a couple of setbacks. Your reputation is shot and you're going to jail. Fine. Killing yourself is not the way to find redemption. At least behind bars, you still have a chance to help people. You're smart, healthy, and educated. You know that. You're right. And some people have found a strength in prison they never knew they had. Ever since the kidnapping, I've been haunted, knowing I'm partly responsible for innocent people losing their lives. The shame I feel, the guilt. I'm a mass murderer. I can't even look my wife in the eyes knowing that. I have destroyed everything. Ja, genau. Nur Feiglinge begehen Selbstmord, also machen wir, bleiben einfach auf dem Pfad. Das scheint ja ganz gut zu funktionieren mit ihm als Omega-Typ. You keep throwing out excuses for why killing yourself is the right thing to do, but the truth is you're lazy and scared and you want the easy way out. At least be honest with yourself. All the reasons you've given so far are nothing but bullshit. You and I both know suicide is a coward's act. Yes, you smug bastard. I admit it. I'm a coward. I want an end to the torments I've been living with these last few months. And if you think you could do any better, think again. Here, take the gun. I may still be a coward tomorrow. But I'll be damned if I'm going to prove it in front of you today. Das scheint ja funktioniert zu haben. Jetzt hätte ich gerne Richard, Infos. Get this. The GPLs are still transmitting. Sandoval switched them to a lower frequency. But they could be broadcasting anywhere in the world. I don't have the type of equipment we'll need to find them. It's our only lead, Pritchard. You have to do something. I know. Listen. The riot's still blocking the street entrance. Head back to your apartment and Malik will fly you over. Maybe by the time you get here, I'll have figured out something. Okay. Ja, haben wir ihn von Selbstmord abgehalten? Hoffentlich lohnt sich das irgendwie noch für uns. You don't need to babysit me, Mr. Jensen. I have no intention of killing myself anymore. Nor will I resist arrest when the police arrive. I assume your people have already contacted them? If they haven't yet, they will be soon. Then go. Use the information I gave you to track down your scientists. With any luck, they will still be alive. The men who kidnapped them? The soldiers? I don't know who they were. Only last names. Barrett and Namir. I sensed they were highly trained professionals. Working for who? I didn't ask. My brother, Ezekiel, put them in touch with me. Your brother? Not Taggart? Bill wouldn't be so stupid as to get his own hands dirty. I see that now. He's like Teflon. Nothing ever sticks. Okay, dann war es wahrscheinlich nicht so verkehrt, dass wir Taggart auch damit reingezogen haben. Thermale Modifikationsprozesse. Also auch wenn Taggart nicht direkt involviert war, er wäre hier für den Selbstmord verantwortlich gewesen. Ja, ich nehme das erstmal alles mit, hier, den ganzen Spaß. Vor der weiter versucht hier sich umzubringen.
So, da sind wir hergekommen. Hinten geht's wieder raus, scheinbar. Ich hoffe mal, dass hier nicht auch irgendwie welcher Shit klebt. Pinien oder so. Sprich, diese kleinen Kammern sind. Kapazität, ein bisschen Credits. Okay. In die Pistole. So. Ja, wir sollen zu unserem Apartment zurück. Und Malik will uns abholen. Und will uns dann rüberfliegen. Ja, mit Pritchard mal nach den Wissenschaftlern suchen können, weil irgendwie ist scheinbar das System zur Ortung doch noch aktiv. Was eigentlich ja Eliza gesagt hatte, nicht der Fall sein soll. Access granted. Weil angeblich hat das ja Dings ausgeschaltet, Sandoval, nur von ihm haben wir gerade gehört, dass das nicht gemacht hat. Wo komme ich denn hier hoch? Oh, dieses Kanalisationssystem hier, das treibt mich in den Wahnsinn. Hier. Komm mal hoch. Das war auch der Ausgang, den ich letztes Mal gesucht hatte. Ist fast nicht da gewesen, wo ich ihn vermutet hatte. Die Pistole nehmen wir auch noch mit, das können wir alles verkaufen. Damit. Das waren Sachen, die hatte ich immer irgendwann abgeschmissen. In früheren Folgen liegen da immer noch, nett. Ja, gehen wir mal in unser Apartment. Und warten auf Malik, die auf dem Dach landen wird, wahrscheinlich. To the streets in several cities this evening after viewing controversial satellite footage uncovered by Pikus. Schauen wir mal, ob Pritchard wen finden kann für uns. Wäre ja ziemlich geil. Eine Spur kriegen. Ich müsste hier so idyllische Fahrschulmusik kommen. Oder Tetris. Das ist jetzt der neueste Kult bei uns auf dem TS. Zu allen möglichen Situationen eigentlich Tetris-Musik passen würde. Das ist irgendwie nur 3 Meter hoch springen. Ja, doch. Macht Animals locker. Hi Malik. Jetzt darf ich ran. Nice detective work, Jensen. You ready to return to HQ? Oh ja. Yeah. Let's hope Pritchard's found that frequency. You said it. Die Mission haben wir alle gemacht, in Detroit. Finde ich ziemlich nice. Und wir haben, ja, wieder einen Haufen Achievements bekommen. Wir haben auf dem Selbstmann abgehalten, wir haben Sieg wieder gefunden und ihn auch mal umgeklatscht. Ich glaube, der hätte da auf uns geschossen in der Situation. Bin ich mir ziemlich sicher. Der hatte nicht umsonst da diese Falle auch platziert, um Sandoval eben zu schützen. Den Safe habe ich nicht gefunden irgendwie. Ich hätte da vielleicht nochmal gucken sollen. Fällt mir gerade noch so ein. Ja, schade.
Flugzeug B heißt oder die. Hey, I got a message for you, Jensen. Hey, die from hat. Richard. He says he's not in the office. Oh, great. So what exactly am I supposed to do? I don't know. He said you should check in with the boss. Okay, Mr. Reef and Penthouse, man. I young all gathered around their TV screens watching the latest bias coverage and laughing at us. Locked up in our offices with this mob of lunatics. Even if it was true that we were breeding a bunch of augmented soldiers and training them, and what do they think is that? Ja, hier ist natürlich nicht so die beste Stimmung, weil die Leute nirgendwo hin dürfen. Da draußen sind nämlich die Bekloppten am Start. Das ist ein Randalierer. Zeitung. Activist Isa Sandoval verhaftet. Polizei hat den Humanitätsfrontsaktivisten Dr. Isa Sandoval wegen der mutmaßlichen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung festgenommen. Sandoval soll an einem blutigen Anschlag auf Seraph Industries vor 6 Monaten beteiligt gewesen sein. Er wurde in der Kanalisation aufgegriffen, in der er sich vor der Polizei versteckt hatte. Der Zugriff erfolgte, nachdem Humanitätsfrontgründer Bill Taggart Sandoval nach seiner Rede im Valens Convention Center schwer belastet hatte. Ja, wahrscheinlich wegen der Beweise, die wir da geplantet haben. Taggarts Aussagen sorgten allgemein für Bestürzung, da sich Sandoval in der Anti-Augmentierungsszene vor allem durch die Verfechtung strikter Gewaltfreiheit einen Namen gemacht hatte. Polizeisprecher Drew Lansing lobte Taggart für dessen Hilfe und erklärte, wir brauchen mehr Bürger, die sich wie Mr. Taggart verhalten. Ohne ihn wäre Sandoval vermutlich noch immer auf freiem Fuß. Es ist ein verlogener Wichser, der Taggart. Also wenn ich den nochmal in die Finger kriege, der ist dann auch fällig. Warnung vor baldiger Ausrufung des Notstands. Thomas Shea, Geschäftsführer von FEMA, rief die Nation heute dazu auf, sich auf die Umsetzung von Notstandsgesetzen als Reaktion auf den massiven Anstieg des einheimischen Terrorismus vorzubereiten. Er ging sogar so weit, die Ausrufung des Kriegsrechts in Betracht zu ziehen, sollte sich das Problem nicht in Kürze unter Kontrolle sein. Sollte das Problem nicht in Kürze unter Kontrolle sein. Ja, die FEMA. Hier haben sie mal gezeigt, was sie mit Animationen machen können. We heard Adam. About the scientists? I guess Mr. Seraph is gonna send you out to get them back, huh? Ja, wir sind hier irgendwie ziemlich verriegelt. Dass halt niemand da rankommt und hier einfach so reinstürmen kann. Ich gehe mal gerade in mein Büro, ob da irgendwas am Start ist. Mit dem Pritchards Büro vielleicht auch noch kurz. Ja, hier werde ich auf jeden Fall nichts ausschalten an Kameras etc. Meinen eigenen Rechner möchte ich, glaube ich, nicht hacken. Bürodiebstähle. Tja, die Bürodiebstähle, die war ich, aber okay. In Büro 20 kommen wir mit 0123 rein. Das werden wir gleich nochmal an. Leider Rogers. Ja, okay, also wir können jetzt in alle Büros scheinbar hier rein, das werden wir das eben nochmal machen. Nochmal alles abschließend einmal durchsuchen hier. Hier waren wir schon drin, also 20, 35 und Lyle Rogers, warum er Lyle Rogers sein Büro hat. Das hacken wir gerade einfach mal kurz hier. Ja, gute Belegschaft. Access granted. War ich hier schon drin? Nee. Gibt's mir auch nochmal die Credits für mich? Okay. Pritchard. Pritchards Bürocode haben wir auch noch. Ah ja, das ist hier das von Tim, das Büro von Tim Carella.
dem Neuroposin Dealer, den wir hier weitergeholfen haben mal. Ich glaube, ich breche jetzt gerade einmal systematisch in alle Büros ein. Dann haben wir das hinter uns. Herzen aus Stahl kennen wir schon. Schloss in der Hintertür. In dem neuen Labor, okay. Ständig Alarm ausgelöst. Ja, meine Wachen sorgen schon dafür, dass mich hier keiner stört, während ich am Clown bin. Finde ich gut, dass ich es mittlerweile alles hacken kann, einfach. Ich habe noch so viele Viren zum Glück über. Okay, hier waren wir auch schon drin. Sehe ich gerade. Story werde ich, glaube ich, in der Folge jetzt nicht weiter forttreiben erstmal, sondern nur noch hier die Büros eben ausräumen. Und ich glaube nämlich auch danach nämlich nicht mehr hier wieder hin kann. Danach. Okay, die 30er Büros haben wir alle. Da sind wir einmal rumgegangen. Dann kommen noch die 20er. 1, 2, 3. Wenn wir den Codex dann bekommen. Jo, und hier sind noch massiv viel Credits am Start. Der Trauerhilfe. Mit den Credits ist echt ganz geil. Also wenn man den Hinweis befolgt hier, dann kann man sich hier noch gut was verdienen. Okay, jetzt haben wir Leak, werden wir natürlich auch beklauen. Ace Jensen ist schon das Arschloch, also unseren Jensen. Hat sich einfach die Kollegen beklaut. Aber wenn die hier solche Sachen einfach hier lassen. Okay, Cyberboost Dings lassen wir einfach mal liegen, glaube ich. Helipad-Lager. Haben wir auch noch den Zugangscode bekommen. Brauche ich hier von irgendwas nicht. Ich denke, das brauche ich alles. Also die beiden Sachen will ich halt verkaufen. Wobei haben wir nicht irgendwo... die kann ich... brauche ich nicht. Können wir das Paket mitnehmen? Glücklicherweise war hier noch. Ne, war nichts mehr. Pritchards Büro. Hier müsste aber eigentlich auch nichts mehr sein. Können seinen Rechner noch mal hacken gerade. Gucken, wie das schief gehen wird. Eigentlich gar nicht. Das müsste von der Zeit her langen. Access granted. Sehr gut. Okay, wir haben alle Lock-ins gekriegt gerade dadurch. Und er hat einen Roman an Pikes TV geschickt, den niemand haben wollte scheinbar. Das ist natürlich sehr schade. Okay, hier haben wir auch alles, denke ich. Ja, ich möchte die Folge jetzt eben ein bisschen länger und check halt alle Büros einmal durch. Dass wir das halt echt weg haben. Das habe ich schon beim letzten Mal einfach nicht gesehen. Okay, das machen wir auch mal gerade. Vor allem nehmen wir gerade auch die XP einfach dann mit.
Das geht ja einigermaßen fix doch alles. Access granted. Schon haben wir wieder 11.000 am Start. Das haben wir letztes Mal schon mitgehen lassen. So, zwei Büros sind es noch. Helipad-Ding werden wir, denke ich mal, dann auf der Abreise wahrnehmen. So, 121 ist auch natürlich ein tolles Codewort hier. Nochmal 200 Credits. Noch ein Buch. Seraph Industries. Okay, gucken uns gerade noch kurz die Rechner ein. Okay, das ist hier scheinbar die PR-Abteilung. Ja, haben wir alles. Ich denke, wir fahren eben noch kurz mit dem Fahrstuhl noch um, dann können wir da direkt dann anfangen. Beim nächsten Mal. Vielleicht hänge ich auch gerade einfach noch eine Folge dran. Ah, nicht das. Das mache ich morgen. Wird mir jetzt ein bisschen spät. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.